Moinsen, ihr Füchse und Füchsinnen da draußen. Ich bin euer Blaufuchs und ich begrüße euch wieder recht herzlich zurück hier zu The Legend of Zelda Tears of the Kingdom. Wir sind aktuell dabei, uns eine kleine Brücke zu bauen, oder machen wir doch mal munter weiter. Die ist, glaube ich, noch nicht lang genug, aber sie nimmt Formen an. Ah, vielleicht reicht sie doch schon. Warte mal, bleib mal hier, komm. Ich brauche Brückenteile, das reicht noch nicht. So. Ein paar Brückenteile könnte ich noch gebrauchen. Dankeschön. So. Mal sehen. Passt das hier rum? Ja, guck mal, das geht. Schau mal und schon überqueren wir hier. Wunderbar. Sehr schön. Ich glaube, so war es nicht gedacht, aber es hat funktioniert. Und das ist doch die Hauptsache, oder was? Ne? So sehe ich das. Oh, Besucher des Bandschreins. Ja, ja, danke, danke, danke. Ich mach mal weiter, ne? Es war mir ein Fest mit euch. Ein Kristall des Heerenlichts. Dieses uralte Böse versiegelt und reinigte. Strahlt ein angenehm natürliches Licht aus. Katsching. Oh, das Segenslicht ist immer bei mir. Da gibt's nichts dran zu drehen. Tjo. Ja, gucken wir mal weiter. Da drüben ist auf jeden Fall noch irgendwas zu entdecken. Und dann haben wir den Bereich hier oben, glaube ich, auch schon. Und dann können wir wieder hinabsteigen in Richtung der Goronen. Da wollten wir ja eigentlich hin, aber ihr wisst ja, wie das ist. Du kommst ja nie gerade so von A nach B. Irgendwas ist ja immer. Das ist wieder so ein Kugelautomat. Da können wir erstmal gucken, was es da an Kugeln gibt. Mal ein bisschen unser Inventar auffüllen, weil die Teile kannst du immer gebrauchen. Muss man einfach sagen, wie es ist, ne? So, moin, ich schmeiß da mal rein. Was musste man denn da reinschmeißen? Jetzt geht's wieder los. Ja, die Dinger waren's nicht, es waren die Dinger da, ne? Flupp. Was gibt's denn hier an schönen Gaben? Also, Ventilator, irgendwas Neues? Ein Rad. Ein energieautarkes Sonau-Bauteil, das sich schnell dreht. Dank seines recht großen Durchmessers trotzt es schlechten Straßen und kann auch durch seichtes Wasser rollen. Ersatzbatterie. Diese Batterie enthält die konzentrierte Energie von Sonau-Energiesphären in tragbarer Form. Mit dieser Energie können andere Sonau-Bauteile aktiviert werden. Hydrant. Dieses Sonau-Bauteil verströmt bei Stoßeinwirkung Wasser. Dank dieser Technologie konnten sich einst wasserarme Himmelsinseln in fruchtbare Gebiete verwandeln. Heieiei. Fuchs, fuchs, fuchs. So. Komm, da schmeißen wir gleich nochmal ein bisschen rein, oder? Komm. Tschunk. Geben wir ruhig nochmal so eine Runde. Und einmal machen wir noch. So. Dann soll es das auch erstmal gewesen sein. Katschink. Dankeschön. Dankeschön. So. Jetzt schauen wir mal, wo uns das hinführt. Irgendwie darüber. Wahrscheinlich auf diesen Teil der Insel. Passt das denn? Ja. So, up, up and away bitte. So, was haben wir denn hier noch? Ist das noch so ein einsamer, verlassener Baum? Man fragt sich schon, was er da tut, ne? So einsam und allein. Da schwebt er herum. Okay, so, das war das. Ich würde vorschlagen, erstmal wieder hinab. Das ist noch eine weitere schwebende Insel. Was bist du denn hier rein, Kero? Was ist da denn los? Ja, der Kater ist hier drin. Wie bist du denn reingekommen? Durchs Fenster oder was? Lustig. Musst du kurz warten, Bruder? Ah, schau mal.
Damit kommen wir vielleicht hoch zu unserem einsamen Baum. Dio, du musst jetzt ein bisschen warten. Ne? Aber schön, dass du da bist. Freut mich. Kannst ja mal in die Runde grüßen, ne? Bist schon lange in keinem Video mehr vorgekommen, kleiner Kero. Da. Warte, warte, warte. Nein! Scheiße, ich wollte eigentlich nur diesen Schrein eben markieren. Na dann. Gehen wir mal direkt hin, wa? So, noch ein bisschen. Nur noch ein bisschen, dann sind wir auch schon da. Oh, guck mal hier. Hier wird's endlich, goronig. Timavaka-Schrein. Wenn wir schon mal da sind, nehmen wir den gleich mit. Wo sind wir denn hier gelandet? Das sieht gefährlich aus. Das sieht sehr gefährlich aus. Aber das erste, was ich hier sehe, was mich sehr abholt, ist der da. Oh je, Mine. Denn ich brauche dieses Zeug hier. Nee, komm her, komm her, komm her, komm her. Rotes Schleimgelee. Das benötigen. Okay, Musik ist schon mal Programm. Das rote Schleimgelee benötigen wir, um unsere Rüstung zu verbessern, die wir so liebevoll und gerne tragen. Was einfach die beste Rüstung ist. Ich möchte halt einfach ein Orni sein. Ihr wisst es. Ihr wissen es alle. Ja. Na, Gero, komm her. Lass mich dich streicheln. Na, du. Hast du dich hier eingesperrt? Du musst jetzt kurz warten. Ja. Muss eh mein Kater ein bisschen flauschen. So. Kannst du deine Haare hier verteilen? Ne? Er ist auch so ein Dödel, ne? Jetzt ist er durchs Fenster reingesprungen. Na gut, du kannst auch durchs Fenster auch wieder rausgehen, ne? So, gegen den Strom. Ja, da baue ich mir immer Brücken. Das hat eigentlich bis jetzt wunderbar funktioniert. Guck mal. So. Wenn man das macht, braucht man auch gar nicht gegen den Strom. Da muss man einfach nur eine Brücke bauen. Ein bisschen eng hier, aber wird schon gehen. Ach, so. Ja, warte, ich lass dich gleich raus. Warte kurz, kleiner Kater. Seht ihr? Einmal kurz gegen den Strom. So, ich muss mal kurz meinen Kater rauslassen, sonst, ne? Nicht, dass ein Malheur passiert. Ich bin sofort wieder bei euch. Genießt ein bisschen die Lava. Okay, Kero, willst du eben raus oder was? Na komm. Ja, Dödel. Ich sag euch, wie es ist, ne? Ich gebe euch wirklich Brief und Siegel. Ich habe den jetzt durch die Tür rausgelassen. Ja, weil er nämlich so dödelig war, hier gerade in das Räumchen durch das offene Fenster zu springen. Und dann war natürlich die Tür zu, da kam er nicht raus, ne? Dann geht's nicht weiter. Und ich sag euch, wie es ist. In 10 Minuten ist er wieder hier. Weil es halt Kero ist. Er ist ein ganz besonderer Junge und mit besonders. Da meine ich. Oh oh. Mal sehen. Wenn ich Glück habe, dreht es sich nicht um. Oh ja, geil. Zu dem Thema. Gut, umgedreht hat es sich jetzt nicht, aber. Ja, gut, geil war es jetzt auch nicht, ne? Okay, mal sehen. Da ist eine Kugel. Warte mal, ich hole mal meine Brücke. Die ist ganz geil eigentlich. Gegen den Strom. Ne, falsche Richtung gedreht. Dreh ich mal so, so. Genau. Ne, andersrum. Ups. So ist das, wenn man mit Brücken hantiert. Was ist denn jetzt los? Wieso dreht es sich so komisch? So ist es gut. Und jetzt müssen wir einmal so rum. Nee, nee. So ist das doch gut. Guck mal. Ist doch gar kein Problem. Ne? Gar kein Problem.
So, hier das gleiche Spiel nochmal. Ups. Legen wir einmal hier hin. So. Na gut, ist ein bisschen runtergeklötert, aber das wird schon noch gehen. Ran hier. Stabiler Sonanium-Schild. Ja, da haben wir, glaube ich, was zum Wegschmeißen. Guck mal, der ist ein bisschen besser. Schmeiß das Schild auf den Boden. So. Da können wir eigentlich auch mal was Geiles nehmen hier, dieses massive Sonanium-Schild, weil es halt nice ist, ne? Oh nein, warum fällst du denn in die Lava rein, Junge? Das ist doch nicht dein Ernst jetzt. Wehe, meine Brücke ist jetzt weg, ne? Wehe. Wo ist meine solide Brücke? So, pass auf, wir müssen das anders machen. Ja, leider scheiße gebaut. Aber so wird's gehen. Ja, dann nehmen wir jetzt hier diese Kugel. Die können wir einfach an die Pfötchen nehmen, weil ich habe ja eine Brücke gebaut, ne? Na, gegen den Strom. Ihr seid doch lustig, du. Und ab dafür. So, dann mal weiter. Oh, hier nochmal so ein Ding. Ja gut, das ist echt ein bisschen weit, ne? Das gebe ich zu, das ist mir ein bisschen zu weit. Da könnte man jetzt ein Wasserding da gebrauchen. Oder, warte mal. Nehmen wir einfach meine Brücke. Meine Brücke ist hochsolide. Sondern nur eben durch diese Tür durch. Okay, warte mal. Wieso hängt die denn so durch jetzt? Gut, dann nehme ich halt nicht die ganze Brücke. Dann nehme ich nur einen Teil von der Brücke. So, aber das geht ja wohl. So kriegen wir das ja wohl durch die Tür durch. Oh, es geht da nicht durch. Zu fett. Na gut, wir brauchen so ein Wasserding. Wo ich denn da ran? Ah ja, klar. Ja, man muss auch mal ein bisschen dumm sein, ne? Muss halt mal auch mal sein. Hab ich auch mal verdient. Wie komme ich denn da ran? Wie wär's mit dem scheiß Lüfter, der da steht? So, okay, pass auf, Leute. Keine halben Sachen hier. So, Moment. Finde ich schon fast ganz geil, aber ich mache lieber 4. Da fühle ich mich einfach sicherer. So. So, klötern wir das da noch eben so rein. Ja, kannst aufhören, Bruder. Ist gut. Ist okay. Ist okay. So. Dann brauchen wir einmal dich. Und ist da noch was? Nee. Dann nehmen wir dich auch nochmal. Das wird uns hoffentlich und sicher auf die andere Seite führen. Was ist denn nun passiert? Machen wir das anders, dann klötern wir das einfach da oben dran. Ne? Dann kann es ja nicht abfallen, ne? Oder wie seht ihr das? So. So, bitte nicht. Ich möchte nicht sterben.
Und los! Boah, wir bewegen uns jetzt nicht unbedingt schnell, ne? Aber es geht. Wir kommen voran. Immer schön gegen die Masern, ja? Ist doch schön hier, unser kleines Boot. Gefällt mir. Holt mich auf jeden Fall ab. Und anlanden. Schön. Ach, so. Da sind wir. Moin. Oh, Besucher dieses Bannenschreins. Der das uralte Böse versiegelt. Ja, kennen wir doch alles. Gib mir mal den Ball auf Freude und dann ist es auch gut. Oh, schon wieder 6. Wir müssen die mal langsam einlösen, ne? Sollten wir vielleicht mal machen. Danke, reingehauen. 2 Stück noch, dann können wir direkt doppelt einlösen. Dachte mir halt, ich gehe einfach mal in Richtung der Goronen und mache das dann dort in deren Camp. Aber ich würde vorschlagen, weil wir irgendwie sowieso, wir haben ein bisschen was übersprungen. Wir sind jetzt ein gutes Stück einfach schneller vorangeschritten und ich würde das gern von Anfang an erleben, weil wir sind jetzt ja, wenn ihr das seht, na gut, so viel weiter sind wir nicht. Wir wären jetzt halt hier den Berg weiter hochgegangen. Und da oben ist Goronia. Ja, wir sind eigentlich da, wo wir sind, ist es gut. Wir müssen nur runter und dann folgen wir dem Weg hier. Durch die Schlucht. Machen wir so. Also ist doch alles gut. Wir können mal direkt gucken, was hier los ist. So, auf jeden Fall so Metalldinger. Zum Stegstein. Ah, das ist das Stegstein. Musik ist auf jeden Fall schon mal geil. Hier wird lecker gefuttert. Okay, die sind ein bisschen... Das ist unmöglich. Stört es dich, wenn ich mir dein Steak nehme? Das sieht nämlich gar nicht mal so ungünstig aus. Also ich glaube, das kostet ein bisschen was. Das ist, glaube ich, die Beleuchtung. Okay, ist klar. Ist das so eine Heilquelle, die mich heilt? Früher gab es hier so heiße Quellen, die haben einen geheilt. Oh, muggelig. Na gut, wir gucken mal. Moin, wer bist du denn? Oh, bist du auch gekommen, um das erlesene Steak von Abardas zu verkosten? Seit kurzem ist hier allerdings eine kulinarische Sensation namens Schlemmstein in aller Munde. Dem Vernehmen nach ein äußerst schmackhafte Delikatesse. Dafür musste ich einfach meine Reise unterbrechen. Leider ist dieser Leckerbissen gerade nirgends zu bekommen. Für Hylianer wie dich sind Speisefelsen ohnehin schwer bekömmlich. Ja, ist gar nicht bekömmlich, würde ich sagen. Normalerweise gibt es hier auch eine Speisekarte für hylianische Gaumen, aber auch dafür scheint es momentan an Zutaten zu mangeln. Da sind wir wohl Leidensgenossen. Ja, ich guck mal, ob ich da was machen kann, ne? Das würde mich doch, auf jeden Fall sehr erfreuen. Da ist auf jeden Fall einer, der gönnt sich gerade hier. Ja, moin. Schmeckt, du siehst ein bisschen hypnotisiert aus, oder? Wie, die Schlemmsteine sind hier ausverkauft und das ist der letzte? Was machen die bei der Junobau eigentlich den ganzen Tag? Die sollen gefälligst mehr Schlemmsteine fördern. Hör mal, Bruder, Schlemmsteine fördern ist doch eigentlich deine Arbeit. Sobald ich in diesem Schlemmstein verspeist habe, gehe ich nach Goronia und kaufe Nachschub. Tenzi, halt schon mal das Geld bereit. Bruder, für die Junobau zu arbeiten war doch dein Traum. Du warst so glücklich, als du diese Arbeit bekommen hast. Was ist nur mit dir passiert? Die wirken ein bisschen hypnotisiert, oder? Die essen wahrscheinlich so Miasma-Steine. Und deswegen ändert sich da irgendwas in deren Geist. Tenzi, das ist ja süß. Du solltest dich von dem Restaurant dort fernhalten und vielleicht sogar von ganz Goronia. Seit alle so hinter den Schlemmsteinen her sind, benehmen sie sich ziemlich komisch. Und dabei war mein Bruder so glücklich, für die Junobau zu arbeiten. Jetzt hat er sich total verändert. Was ist denn die Junobau? Ach, die Junobau? Ja, die fördern Erze und verkaufen sie dann, weißt du? Mein Bruder hat immer gesagt, dass wir den Wohlstand von Goronia nur den Junobau zu verdanken haben. Aber seit die Junobau diese Schlemmsteine verkauft, benehmen sich alle ganz komisch. Schlemmsteine? Das sind Speisefelsen, die Junobau verkauft. Im Moment gibt es eine riesige Nachfrage. Mit etwas Glück findet man sogar in den Höhlen hier in der Nähe welche. Es heißt ja, dass sie unglaublich gut schmecken sollen. Aber sie sind auch so hart, dass ganz junge und ganz alte Goronen sie nicht essen können. Mein Bruder, irgendwas ist anders mit seinen Augen, als wäre er gar nicht mehr mein Bruder.
Okay, meine Leute, meine Lieben, wir machen an dieser Stelle jetzt mal einen kleinen, ganz gemütlichen Break. Wenn euch das Ganze gefallen oder nicht gefallen hat, lasst bitte wie immer entsprechende Däumlein da. Kommentare und Feedback natürlich sehr, sehr gerne unter Video posten und ansonsten sehen wir uns dann gerne gleich im nächsten Part wieder. Bis dahin euch viel Spaß beim Zocken. Tschüss, euer Blaufuchs.